Was, glaube ich, immer noch ein Problem ist, ist bei New World, ist das PvP. Irgendwie haben sie noch keine gute Idee, wie man eine Fraktion nicht zu stark werden lässt, aber gut. Dabei soll es ja ursprünglich nur PvP werden, oder? Ja, aber das ist schon lange über den Haufen geworfen worden. Das ist schon seit eineinhalb Jahren in dem Sinne verworfen worden, dass es reines PvP oder dass überall PvP immer da sein wird. Das ist mittlerweile alles weg. Gibt ja auch jetzt Dungeons und etc. Ich wär da. Okay. Ich hab den Dunkelritter jetzt auf 47. Dauert also nicht mehr lang. Hast du den Acker levelt oder wie? Mhm. Ich hab den Bekannier auf Level 11 erst. Auf was? Auf Level 11 habe ich den Bikinier erst und auf Stufe 30 den Astrologen. Also waren den habe ich gerade erst angefangen. Ja. Waren wir nicht bei der Quest Freunde in Not? Genau. Muss ich jetzt noch annehmen. Ach so. Ja, sehe ich. Gut. Dann. Starten wir mal. Stufe 51, schon Wahnsinn. Was ist Stufe was? Was? Wie? Wo? Die Quest ist schon Stufe 51. Unglaublich, ne? Wir kommen weiter in der Welt. Hallo Tataru. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Die Befreiung von General Rauban ist geglückt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Die Drachen? Verstanden, Zulis und ich kehren umgehend nach Ishgard zurück. Warte am Anwesen der Fortons auf uns und versichere dem Grafen, dass er auf uns zählen kann. Ein Notfall, Zulis. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Drachen Ishgard erneut angreifen wollen. Ich wäre zwar gerne noch in Ulda geblieben, bis wir mehr über die Sultane herausgefunden hätten, aber momentan scheinen wir hier so oder so nicht so viel ausrichten zu können. Um die hiesigen Angelegenheiten können sich Pipin und Trivala kümmern. Wir kehren zurück nach Ishgard. So, dann einmal kurz raus und dann gibt's den Teleport. Yay, ich kann nicht schnorren. Nobi ist wahrscheinlich schon da, denke ich. Ich warte vor Tataru. Ja. Ich habe mir im Übrigen angeguckt, wie das mit der mit dem Ätherrad funktioniert für die Gilde. Es ist ein bisschen dauert ein bisschen, würde ich sagen. Ether was? Dass man die Kommandos als Stufe 3 hat, also dass sie 5% nochmal mehr geben. Also zusätzlich 20%. Zum Beispiel haben wir jetzt längere Nährungseffekte und Kampfroutine-Bonus und die wären dann bei 20%. Tataru müssen wir. Ist ein bisschen, Hallo Nova. Öleben. Willkommen zurück. Entschuldige, dass ich euch so mir nichts, dir nichts aus Ulda fortgerissen habe. Aber die Sache scheint höchst dringlich. Graf Fortin persönlich hat uns um Hilfe gebeten. Rochefort wird uns alles erklären. Er wartet drin. So, ja. Kann man nicht einfach durch die Tür gehen?
Meine Freunde, auf euch ist wie immer Verlass. Vielen Dank, dass ihr so schnell zu uns geeilt seid. Wie ihr vermutlich schon vernommen habt, regen sich die Drachen abermals. Lieber Alfino, liebes Solis, ich bin untröstlich, dass ich euch so eilends rufen lassen musste, aber die Sache erlaubt keinen Aufschub. Die Glocke des Observatoriums hat vor einer weiteren Mobilmachung der Drachen gewarnt. Die päpstliche Kurie hat daraufhin den Notstand ausgerufen und alle Ritter in Alarmbereitschaft versetzt. Ein Trupp von Jägern will im Westen ein ganzes Heer der geschuppten Biester gesichtet haben. So groß war ihre Zahl, dass sie den Himmel schwarz färbten. Schlimmer noch, die Drachen sollen zur Horde des grausamen hohen Drachen Nidhogg gehören. Dieser Kampf ist unser Kampf und als euer Gastgeber obliegt es mir, euch vor jeglichen Gefahren zu schützen. Ich möchte euch daher bitten, der Stadt bis auf Weiteres fernzubleiben. Ich hoffe, es gibt einen Ort, an dem ihr Zuflucht finden könnt. Verliert keine Zeit, beratet euch und bringt euch in Sicherheit. Hat er nicht zu uns hergebracht? Ja, weil wir Zuflucht hier gesucht haben. Theoretisch brauchen wir das ja jetzt nicht mehr. Der Hass der Drachen muss abgrundtief sein. Es sind wahrlich finstere Zeiten, in denen wir leben. Der Graf hat uns gebeten, aus Ishgard zu fliehen. Doch wie soll die Morgenröte scheinen, wenn wir ihren Glanz in Feigheit ersticken? Ich sage, wir sollten kämpfen. Was meinst du, Solis? Wir müssen für Ishgard einstehen, wir sollten aus Ishgard fliehen, Punkt, Punkt, Punkt. Ah, ich nehme mal, wir sollten aus Ishgard fliehen, ha. Wenn wir hier bleiben, können wir nicht viel für Ishgard tun, so viel steht fest. Doch wir dürfen unsere neuen Freunde auch nicht einfach im Stich lassen. Es muss einen Weg geben, ihnen zu helfen. Soll ich vorlesen, was bei mir steht? Ja. Ich habe genommen das Erste. Und bei mir sagt dann Nasrin, wie sie leibt und lebt. Wir können unsere Wohltäter und Freunde nicht einfach im Stich lassen. Was in unserer Macht steht, werden wir tun. Ja, also quasi einfach fast dasselbe. Wir müssen etwas für Ishgard tun, so viel steht fest. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, mit den Drachen zu reden. Lasst uns draußen Kriegsrat halten. Kann man das nicht hier... Wenn wir das laut sorgen, dann sperren die uns geheim da. Können wir das nicht hier drinnen machen, wo es warm ist? Ja, wenn man als Heretiker wahrscheinlich abgestempelt, wenn wir mit Drachen reden wollen, wahrscheinlich. Vermutlich ja. Oh, der hat da coole Robe. Ist der ist auch Weißmagier. Für Ishgard wäre ein weiterer Angriff der Drachen fatal. Selbst wenn es den Tempelrittern abermals gelänge, den Feind zurückzudrängen. Die Verluste wären groß. Aber was sollen wir nur tun? Mich würden die Drachen Robe, ja bestimmt nicht mal cool. hören. So Gesicht? Nein. Aus. Naja, also Kleidung, ja. Menschen? Nein. Ja, okay. Also aber die Robe ist ziemlich cool. Sieht echt nicht so cool aus. Ich finde tatsächlich, dass die Glatze dazu ziemlich witzig ausschaut, um ehrlich zu sein. Dich vielleicht nicht. Eine gewisse Bekannte von uns, aber eventuell schon. Du meinst Eisherz? Sie hat bei eurer letzten Begegnung eingestanden, den Angriff auf Ishgard zu bereuen, nicht wahr? Dann sollten wir ihr Gelegenheit zur Wiedergutmachung geben. Isel steht in Kontakt mit den Drachen. Vielleicht kann sie Nidhogg von seinem Vorhaben abbringen. Bei diesem Treffen wäre ich auch gerne dabei. Estinien? Ich bezweifle, dass Nidhogg in seinem brodelnden Hass mit sich reden lässt. Aber der Versuch könnte uns Zeit verschaffen, uns gegen den Angriff zu wappnen. Vielleicht solltet ihr aber auch eine endgültige Lösung für diesen Konflikt in Erwägung ziehen. Lasst uns dem Biest den Garaus machen. Mit meiner Kraft des Drachenauges und der Gabe der Kriegerin des Lichts sollte uns das gelingen. Einen besseren Geleitschutz als den Azur-Drachenreiter könnten wir uns bei dieser Aufgabe wahrlich nicht wünschen. Doch Kampf wird unser letztes Mittel sein. Zuerst versuchen wir es auf diplomatischem Wege. Dann steht Eisherz wohl bis auf Widerruf unter diplomatischem Schutz, hm? Wie ihr meint. Ich rate euch aber dringendst, Emmerich aus dem Spiel zu lassen. Wenn man ihm Verbindungen zu den Heretikern nachweist,
werden sich seine politischen Feinde wie hungrige Wölfe auf ihn stürzen. Hab Dank für diese Warnung, Estinien. Wir werden sie berücksichtigen. Und seid versichert, dass es uns sehr ehrt, einen Mann mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten an unserer Seite zu haben. Man tut, was man kann. Hallo Dragoon. Na, alles gut bei dir? Es wird nicht leicht werden, die verbitterte Eisherz für unsere Sache zu gewinnen. Aber wenn nicht sie, wer sollte dann zwischen uns und den Drachen vermitteln? Nur wenn Ishgard einen Präventivschlag ausführt, war alles vergebliche Lebensmüh. Wir müssen vor unserem Aufbruch unbedingt mit Emmerich sprechen, damit dies nicht geschieht. Unterrichte du bitte die Fortans von unserem Vorhaben, Tataru, und warte dann im Anwesen auf unsere Rückkehr. Verstanden, Aifino. Ja, ja. Und was machst du Schönes? So. Okay. Den meinte ihr? Ja. Ich finde die Robe ziemlich cool. Das ist die, 60er. Ja, die 60er. Cyberpunk 2077, stimmt. Da war was. Wenn ihr wollt, können wir auch gleich die Windätherquellen mal suchen. Oh ja, das wäre super. Uff. Nicht durch Cyberpunk sterben, ja, dachte ich mir. Vergessene Ritter. Ich wünsche den Großmeister zu sprechen. Ich werde dich für eine Audienz anmelden. Folge mir bitte. Schickt Verstärkung in den dritten Bezirk und bestückt die Geschütze mit ausreichend Munition. Wir müssen mit einer langen Belagerung rechnen. Zu Befehl, Großmeister! Ah, Besuch. Und weitaus willkommener als der eines Drachenheers, möchte ich hinzufügen. Verzeiht, dass wir euch in dieser drängenden Stunde behelligen, Großmeister. Aber womöglich gibt es einen Weg, den Angriff der Drachen abzuwenden. Zu eurer eigenen Sicherheit kann ich euch im Moment noch keine Details verraten. Doch bitte haltet die päpstliche Kurie davon ab, einen Präventivschlag durchzuführen. Ich befürworte jeden Weg, der ein Blutvergießen vermeidet. Aber mir wäre wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen könntet. Nur so viel, Emmerich. Ich selbst werde die Operation begleiten. Und auch wenn sie misslingt, sollten wir zumindest den Angriff Nidhoggs hinauszögern und seine Kräfte versprengen können. Und das wäre schon mehr, als wir uns von der Strategie der Kurie je erhoffen können. Die verspricht höchstens einen heldenhaften Tod, aber keinen Sieg in diesem Krieg. Da muss ich dir beipflichten. Die Pläne sind nicht gerade ermutigend. Statt Hals über Kopf in unser Verderben zu rennen, sollten wir lieber unsere Verteidigung stärken. Der Azur-Drachenreiter und die Kriegerin des Lichts auf einem gemeinsamen Kreuzzug gegen Nidhogg. Allein die Vorstellung vertreibt jeden Zweifel, der in meinem Herzen keimen könnte. Also gut, führt euren Plan aus. Ich werde derweil versuchen, die Kurie zur Vernunft zu bringen. Da hast du ein rotes Symbol. Da bin ich rausgeflogen.
Emmerichs Beistand könnte uns die Zeit verschaffen, die wir brauchen, um die Drachen zur Einsicht zu bewegen. Trotzdem ist Eile geboten. Schließlich müssen wir erst einmal Eisherz finden, um überhaupt mit den Drachen reden zu können. Eine beschwerliche Reise liegt vor uns. Lass sie uns mit vereinten Kräften angehen. Istinien? Solus? Berichte. Eure Exzellenz, die Glocken des Observatoriums warnen davor, dass unser Feind sich neu formiert. Die Drachen fliegen also ein weiteres Mal gegen Ishgard. Sollen sie kommen, zu Hunderten oder Tausenden, die Kraft des Heiligen Schwertes wird ihre Leiber zerteilen und die Heretiker in ihrem Blut ertränken. Selbst Nidhogg und seine faulige Brut werden sich uns nicht widersetzen können. Und sobald wir die Welt von diesem Ungeziefer befreit haben, wenden wir uns unseren Freunden, den Ashians, zu und sorgen dafür, dass sie für ihre unschätzbare Hilfe gebührend entlohnt werden. Mit Verlaub, Eure Exzellenz. Die Himmelsboten verfügen über ungeheure Kräfte. Ist es wirklich ratsam, sich mit solchen Wesen anzulegen? Du bist ein besonnener Mann, Seferin. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Doch zu Zeiten muss ein Anführer auch kühne Schritte wagen. Wir streben danach, einen tausendjährigen Krieg zu beenden. Kein Wagnis ist so groß, wenn ein so wichtiges Ziel zum Greifen nahe ist. Und was soll mit Istinien und der Kriegerin des Lichts geschehen? Sie scheinen etwas zu planen. Lass sie gewähren, Seferin. Jeder muss die Rolle erfüllen, die das Schicksal ihm zugewiesen hat. Du und deine erwählten Brüder vor allem. Tordan zum Ruhme! Level up. Also gut, wir haben jetzt ein klares Ziel. Aber bevor wir aufbrechen, würde ich mich gerne noch von Tartaro verabschieden. Tut das. Ich werde auf dem Sankt Renitplatz auf euch warten. Unsere Reise wird lang und es gibt keine Garantie, dass wir alle zurückkehren. Ihr solltet euch gründlich verabschieden. Wir sind uns der Gefahren bewusst, Estinien. Also gut, Tartaro sollte bei den Fortons sein. Auf zu ihrem Anwesen. Was für eine Beschreibung, zutiefst verzweifelter Mann. Hm.
Seid ihr schon drin? Ich bin gerade drin. Mit dem Großmeister konnten wir alles klären, Tataru. Unser nächstes Ziel wird uns nun für eine Zeit weg von Ishgard führen. Alles klar, verstanden. Keine Sorge, ich werde mich um die Belange des Bundes kümmern, solange ihr fort seid. Und nach unserem vermissten Freunden suchen, natürlich. Danke, Tataru. Dann können wir beruhigten Herzens von dann ziehen. Nicht so schnell! Ich habe doch noch etwas für dich, Aifino, damit du dich auf deiner Reise nicht erkältest. Natürlich kriegt nur Aifino was. Tataru, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, ich möchte nicht das, was er trägt, anziehen. Na und, der hat uns gefälligst auch was Schönes zu schneiden. Kleidung ist bequem und doch warm genug, um selbst den schneidesten Bergwinden zu trotzen. Du hast doch sicher ein Vermögen. Die hat doch sicher ein Vermögen gekostet. Nicht, wenn man sie selbst herstellt. Ich hab während meiner Erkundungsgänge nämlich etwas Fortbildung betrieben. Als Weberin. Das ist sozusagen mein Gesellenstück. Vielen Dank, Tataru. Das ist lieb von dir. Die Kleidung wird mir sicher gute Dienste leisten. Passt bitte auf, dass euch nichts zustößt, ja? Ich werde auch weiterhin in der Taverne meine Ohren spitzen. Viel Glück und eine gute Reise. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ist doch warm hier. So. Ab zu den Momenten. Aha, reisefertig, wie ich sehe. Hübsch, hübsch. Dann kann's hoffentlich losgehen. Ja, wir sollten umgehend aufbrechen. Als erstes gilt es, Heißherz zu finden. Ihr richtiger Name lautet Isaila. Verstehe. Gibt es sonst irgendwelche Anhaltspunkte? Wo sollen wir suchen? Leider ist uns ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort nicht bekannt. Ich schlage daher vor, dass wir unsere Suche dort beginnen, wo Sodas sie zuletzt gesehen hat. Im westlichen Hochland von Kuetas. Lasst uns Falkenhorst ansteuern und mit dem Anführer der dort stationierten Truppen, Redwald, sprechen. Er wird wissen, was die Heretiker in letzter Zeit so getrieben haben. Ach ja, da war ja was. Müssen wir, glaube ich, einfach fliegen, ne? Ja. Ich kann meinen Schokobo hier umbenennen, okay. So hoch oben auf dem Vogel. Habe ich recht Respekt vor, muss ich sagen. Echt? So.
Sulis, wie schön, dass du wieder einmal vorbeischaust. Du warst uns bei den Aufbauarbeiten eine enorme Hilfe. Dank dir haben wir ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Wen hast du denn heute mitgebracht? Einen Elisin-Knaben und den Azur-Drachenreiter? So ein bunt zusammengewürfelter Haufen ist mir ja schon lang nicht mehr untergekommen. Willkommen in Falkenhorst. Hat Dank für eure Gastfreundschaft, werter Redweit. Leider ist der Grund unseres Besuchs eher unerfreulich. Wie er sicherlich schon vernommen hat, rechnet das Observatorium mit einem weiteren Angriff der Drachen. Wir suchen nach Eisherz, um das Schlimmste zu verhindern. Wisst ihr, wo sich die Heretiker in letzter Zeit rumtreiben? Ihr habt Glück, eine Patrouille ist gerade auf dem Weg zurück hierher. Ihr solltet die Männer direkt befragen. Außerdem habe ich einen Spähtrupp zu den Gorganhöfen entsandt, um den Unterschlupf zu durchsuchen, den Solus ausfindig gemacht hat. Die Männer sind noch vor Ort und haben vielleicht etwas gefunden. Für gemütliche Ausflüge bleibt uns keine Zeit. Wir sollten uns aufteilen. Ich warte hier auf die Rückkehr der Patrouille und schließe dann zu euch auf. Begebt ihr euch schon mal zu den Höfen? Einverstanden, Esthenien. Also gut, Solis, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Auf zu den Gorganhöfen. Hoffentlich wissen die Ritter etwas zu berichten. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche, ne? Nach Windätherquellen. Hier ist nämlich die erste, die kaputte Brücke. Das sehe ich jetzt nicht vor. So, Schlüsselgegenstände. Das sind Makros. Die ganze Zeit sprinten mit Schiff. Was ist? Ich will die ganze Zeit sprinten mit Schiff. Ja, in New World kannst du das ja die ganze Zeit. Dafür gibt es auch keine Reittiere. Und es ist fraglich, ob es überhaupt je welche geben wird. Einfach mir folgen, ich weiß, wo die sind. Wir sind etwas langsamer. Ist das oben oder ist das unten? Unten. Ich dachte, du weißt, wo die alle sind. Nordost. Autsch. Okay. Weiß ich auch. Weiß nur nicht mehr die Höhe.
Schaut irgendwie funny aus, wie sie da auf ihrem Schokobo zwischen die Eisspalten zwischendurch reitet. Es gibt keine anderen Sorgen auf der Welt. Ich weiß nicht, ich habe ganz viele Sorgen. Mein Lagerhaus in New World ist andauernd voll. Ihre Sorgen möchten wir haben. Ach sorry, die Werbung. Ich weiß gar nicht, ob es die Werbung in Deutschland gegeben hat. Ist das eine Versicherung oder was? Ja, Wiener Städtische. Weißt du, er sagt uns, er weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo die sind, aber ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Weißt du, er weiß es eben gar nicht, sondern er nutzt einfach immer nur den Kompass. Ja, das Problem ist, dass das alles nur auf einem bestimmten Weg erklimmbar ist. Ja. Nehmen wir den. Dafür können wir ein paar Orte aufdecken. Ich glaube, wir wären schneller gewesen, hätte ich einfach die Webseite wieder. Ich hab deine gehabt, da ist alles schön eingezeichnet. Da ist der Kompass überflüssig. Brauchst du viel länger mit dem Kompass. Jetzt gurken wir hier im Zickzack drumherum und brauchen Ewigkeiten. Wie viele braucht man denn von denen? 10, die man finden kann und 5 über Quests. Und die muss man alle nehmen, dann... Dann kannst du fliegen. Wenn du alle 10 gesammelt hast und alle 5 von der Quests, von deinen Quests geholt hast. 4 davon sind zu 99% immer irgendwelche blauen Quests und eine ist immer eine Main-Quest. Das heißt, bis wir die Map hier abgeschlossen haben, können wir eh nicht. Wo ist der andere schon wieder hingerannt, Mann? Ich warte mal eben bei der nächsten. Oberli, dann weißt du, wo du hin musst. Mhm, bitte. Da der andere einfach weiter rennt. Ich dachte, du hast eine Karte. Nee, habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber ich habe gesagt, ich sollte am besten mal eine aufmachen, weil so planlos wie du hier über die Ebene rennst. Wenn du die Höhenwege kennst, dann ist ja alles gut. Ich kenne sie halt nicht auswendig. Ich weiß, wo sie sind. Aber ich muss halt dorthin kommen, das ist das Problem. Das ist ja echt, dass du überhaupt auswendig merken kannst. Aber selbst wenn du es auswendig kennst, dann rennst du hier zickzack komisch rum, also da kannst du auch schöne Route abfahren. Du fährst einmal schön um die Map rum und holst alle und nicht irgendwie zickzack immer quer durchs Band. Das ist ja schlimm. Und wieso haben sie die Mechanik eingeführt? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Damit du das Gebiet vorher erkundest. Den Scheiß frage ich mich auch jedes Mal bei WoW, wieso sie sich so bescheuerte Dinge ausdenken, bis man endlich fliegen kann. Ich fand's bei Wisdom of Blood noch am besten gewesen. Erreiche Max-Level und dann kannst du fliegen. Enden. Aber so Zeugs wie hier, jetzt muss er das Zeug sammeln, das, also hier mit den Wind-Erdequellen, das geht im Fall übrigens echt noch. Das ist noch voll easy.
BFA war das ein Pain in the Ass. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Doch. Wenn übrigens die Monster, die Hochland Milodon fertig machen. Wenn das ja, jetzt nicht schon gezählt hat. Zwei. Ja, es hat gezählt, einer, dann müssen die zwei. Für mich nicht. Für die nicht. Weil wahrscheinlich noch nicht. Drei Stück brauchen wir dann noch. Wenn ihr seid, wo ich bin. Hast du den da hinten? Hier, am Eis. Nobel, weiß ich. Und dann gehen wir auf Karte und Transport und Windätherquellen. Dann müsstet ihr unter den Grün noch drei freie Plätze haben. Wo sieht man denn das? Habe ich gerade gesagt, Karte und Transport und dann Winteräther-Quellen. Ah, okay. Und dann die Grünen. Da müssten drei. Drei freie sein. Gut. So, können wir auch die Hauptquests hier schon mal ein bisschen weitermachen. Die anderen nehmen wir dann gleich mit. Wie es um die Untersuchungen des Unterschlupfs steht, möchtest du wissen? Nun, wir sind durchaus fündig geworden, allerdings nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Als wir Schriftstücke untersuchten, die Heretiker bei ihrer Flucht hinterlassen haben, griffen uns aus dem Schatten urplötzlich ein paar Bären an. Anscheinend ein Abschiedsgeschenk der elenden Ketzer. Die Biester haben uns kalt erwischt und meine Einheit ordentlich zugerichtet. An eine Bekämpfung, geschweige denn eine Fortsetzung unserer Untersuchung, ist momentan nicht zu denken. Dann wollen wir sehen, was wir tun können. Wir können es uns nicht leisten, auf Verstärkung aus Falkenhorst zu warten. Ein da. So ein Eisbär wird übrigens für das nächste Sommer-Event ein neues Mount. Ein Eisbär zum Sommer-Mount? Ja. Ja, kann man machen, ne? Verrückt ausgefallene Ideen immer, ne? Aber Eis auf ein Eisbär zu setzen, muss ziemlich cool sein. Weiß nicht, ich glaube, der würde sich zerfleischen. Muss ziemlich cool sein.
Der Unterschlupf ist bärenfrei? Na wunderbar, dann können wir unsere Suche ja fortsetzen. Wenn wir etwas Interessantes finden, sag ich euch Bescheid. Au. Ihr sucht nach Eisherz, nicht wahr? Nun, bevor man uns diesen überraschenden Empfang bereitet hat, sind wir im Unterschlupf auf so etwas wie Meldeprotokolle gestoßen. Lesen konnten wir sie nicht, aber sie sahen vielversprechend aus. Ihr solltet mal einen Blick riskieren. Ich bin in Falkenhorst leer ausgegangen. Es ist die beste Spur, die wir haben. Sehen wir uns das einmal an. Also erst geht der ganz normal und dann rennt er. Schön, dass ich das durch die Wand sehen kann. Seid ihr fündig geworden? Ausgezeichnete Arbeit. Mit den Protokollen deiner zwei Kameraden ergibt sich ein ziemlich vollständiges Bild. Das ist Schriftverkehr mit einer Heretikergruppe in Ak-Afar. Es geht um Proviant und Materiallieferung. Sieht ganz so aus, als würde in den eisigen Höhlen noch eine Bande von diesen ketzerischen Gesellen hausen. Kritische Treffer sind immer gut. Ak-Afar, Der Ort, an dem du gegen Shiva gekämpft hast. Wenn wir uns herkömmlichen Wege dorthin begeben, steht uns ein beschwerlicher Marsch durch tiefen Schnee bevor. Das wäre gefährlich, vor allem aber würde es Zeit kosten, Zeit, die wir nicht haben. Am besten wäre es, wenn wir bei dem Kampf gegen Shiva den Iteriten im Schneekleid benutzen. Die Tempelritter haben die Tunnel ausgiebig untersucht und auch eine Verbindung ins westliche Hochland entdeckt. Wenn wir unser Anliegen vorbringen, lässt man uns vielleicht passieren. Soweit ich weiß, bewachen die Durendal den Zugang von der Westseite. Fragen kostet nichts. So, bevor wir jetzt dorthin gehen, holen wir noch die letzten zwei Indeta-Quellen. Wir müssen sowieso wieder zurück. Das können wir dann, indem wir uns da gleich teleportieren. Einmal umdrehen. Man auch immer ein Eisschleimmonster Gelato nennt, ne? Das ist doch ein cooler Name. Es ist auf jeden Fall sehr einfallsreich. Einhorn erinnert mich an Sailor Moon. Gab's da Einhörner? Ja, natürlich gibt's da Einhörner. Ich hab keine Ahnung. Ich muss kurz stehen bleiben.
Wieso kurz stehen bleiben? Hoch, 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 Nobel, hoch, zurück. Noch nicht. Ich hab da gerade Klassenquest. Wenn ich schon da bin, kann ich schnell stehen bleiben. Ich muss nur kurz kämpfen. Jo, ich warte hier. So, damit müssten wir eigentlich alle haben. Ja. Mir schon. Erscheint reich, danke. Nein? Was? Sollten wir jetzt lachen oder keine was? Reaktion? Sollten wir jetzt lachen oder was? Keine Reaktion, ja. Mann, ist das lame hier. Ich wäre bei dem Spruch fast eingeschlafen. Das ist alles. Feine okay. Nebel, das wird ätzend. Yay. Dankeschön. So, die Rest sind jetzt nur noch blaue Quests und Hauptquest halt. Zumindest in diesem Gebiet. Oh, da müssten wir aber bald mal nach Dravania kommen, oder? Wieso? Meine Weißmagier-Quest führt mich schon auf Level 56 noch dorthin. Ja. Wir sind aber erst auf Level 51. Na, sieh mal einer an, die Ehrengäste des Hauses Fortin in Begleitung des großen Azur-Drachenritters. Ihr seid Eisherz auf der Spur und begehrt, den Iteriten zu benutzen. Es sei euch gewahrt. Ausgezeichnet, dann auf nach Ak-Afar.
Doch wir sollten uns nicht unvorbereitet in die Tunnel begeben. Shiva mag besiegt sein, aber noch immer streunen wilde Tiere umher, von weglagernden Heretikern ganz zu schweigen. Warte, wechsel mal mit Klasse. Ich glaube, das ist gescheiter. Dies ist also Ak-Afar. Beeindruckend, in welcher Epoche mag es wohl erbaut worden sein. Ich fürchte, wir müssen deine Besichtigungstour kurz unterbrechen. Unsere Gastgeber scheinen nicht besonders gut gelaunt zu sein. Ihr wagt es, Shivas heilige Stätte abermals zu besudeln? Dafür werdet ihr büßen, elender Frevler. Haltet ein, wir kommen in friedlicher Absicht. Wir suchen ein Gespräch mit eurer Anführerin. Deine Lügen kannst du dir sparen, Junge. Wer mit dem Azurdrachenreiter zusammenarbeitet, kann nichts Gutes im Schilde führen. Was haben die Leute nur immer gegen mich? Ich wünschte, wir hätten das vermeiden können. Auf sie, Kameraden! Die Schwingen der Drachen werden uns zum Sieg tragen. Kann ich denn meine? Also eine Auftritt von zwei Dragoon sieht schon episch aus. Sie sind nicht nur Estinen, sondern auch gleich noch meinen Dragoon, der einfach beide schön ihre Späte ziehen. Ich bin dein Meister! Jetzt gerade beim allerletzten Gegner hat einfach Estinen genau den gleichen Finishing Move eingesetzt, wie ich gleichzeitig.
Verflucht, sie müssen mit Dämonen im Bunde stehen. So haben wir keine Chance. Akafar ist verloren. Wir ziehen uns zum Aschennest zurück. Keine Spur von Eisherz. Ich hatte gehofft, man würde uns wenigstens ihren Aufenthaltsort verraten. Aber diese Fanatiker kennen anscheinend nur eine Sprache. Kampf. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als dieses Aschennest aufzusuchen. Auch auf die Gefahr hin, dass es eine Falle ist. Ich habe noch nie etwas von diesem Ort gehört. Wo mag das sein? Höchstwahrscheinlich meinen sie den träumenden Drachen. Eine Insel auf dem gefrorenen Aschenpfuhl. Ein uralter Drache ruht unter ihr. Er wurde vor 500 Jahren von amtierenden Azurdrachenreiter in einem erbitterten Kampf verwundet und dann von Magiern der Kurie mit einem Schlafzauber belegt. Auf dem Leib des Drachen regnete Asche hinab, die ihn irgendwann völlig bedeckte und eine Insel formte. Das klingt in der Tat sehr nach Aschennest. Also gut, lasst uns ins westliche Hochland zurückkehren und die Insel aufsuchen. Der träumende Drache befindet sich im äußeren Rand des westlichen Hochlands. Auf dem Weg dorthin würde ich aber gerne noch woanders vorbeischauen. Es gibt eine Einheit von Tempelrittern, die ihre Zelte am Urteilsfels an der Nähe der Zwillingsteiche aufgeschlagen hat. Ihr Anführer heißt Hantelo. Sein Trupp Phineas Vollstrecker hat sich zum Ziel gesetzt, so viele Drachen wie möglich zu erschlagen und dadurch seinen Ruhm zu mehren. Womöglich weiß man dort etwas über unsere Hetika-Freunde. Falls wir tatsächlich in eine Falle laufen sollten, wissen wir, worauf wir uns einlassen. Es klingt einleuchtend. Kratos ist Estiniens Heimat. Lasst uns seinen Rat befolgen.